Was für eine herzliche Stimmung hier. Ich sehe schon, Sie spüren es auch, ich spüre es auch. Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Das Fest der Liebe, das ja so heißt, weil es nur einmal im Jahr stattfindet. Wir feiern die Ankunft des Herrn, die Geburt von Jesus Christus, indem wir uns einen preisreduzierten Toaster von 1995 schenken. Alle Wohnzimmer in Bundesrepublik sind im selben spät-vikutorianischen Stil dekoriert. In der einen Ecke steht der Baum, der bei mir immer so aussieht, als ob er mehrfach in der Baumschule durchgefallen ist. Auf der anderen Seite sitzt die Oma, die auch schon stark nadelt. Das ist die Atmosphäre der Güte, die einen da anfüllt. Da denke ich manchmal vielleicht so rückblickend, ob wir nicht vielleicht ein bisschen zu streng waren zum Bischof Thebats von Elst. Schauen Sie, im 8. Gebot steht natürlich drin, du darfst nicht falsches Zeugnis ablegen, aber von der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung steht da kein Wort. Die katholische Kirche, die hat eine schöne Lösung gefunden, finde ich. Sie haben gesagt, du bist weiter Bischof, darfst das Amt aber nicht ausüben. Das ist eine sehr katholische Lösung, also du bist etwas, gleichzeitig bist du es aber nicht. Da sind wir schon bei der Zweifaltigkeit. Ich habe ja schon eine Idee für eine Anschlussverwendung für den Bischof, wenn er keinen Bock mehr hat. Wie wäre es, wenn er die Nachfolge von Tine Wittler antritt bei RTL? Denn wenn einer weiß, wie man eine Hütte anständig einrichtet, dann ist es Thebats von Elst. Stellen Sie sich das Leuchten in den Augen dieser sozial schwachen Familien vor, denen da immer die Häuser renoviert werden, wenn Ihnen der Bischof da eine 15.000 Euro teure Badewanne hinzimmert oder vielleicht ein 6.000 Euro teures Bidet Marke Pius, das auf Knopfdruck warmes Wasser und ein Halleluja spendet. Ja, es ist das Ende des Jahres, das einem so warme Gedanken macht und auch rückblicken lässt, versonnen auf die prominenten Toten des Jahres. Das ist ja bei jedem Jahresrückblicken immer so. Da kommen immer die Bilder der verstorbenen Prominenten und man schaut dann immer ein bisschen voller Wehmut hin und denkt sich, zifix, der Blatter ist schon wieder nicht dabei. Maggie Thatcher, glaube ich, war die prominenteste Tote dieses Jahres. Als ich ja damals die Nachricht gelesen habe, die eiserne Lady ist tot, dachte ich erst, mein Gott, Renate Künast war doch noch so jung. Bei der Thatcher würde ich immer gerne sagen, Gott hab sie selig, bin mir einfach ziemlich sicher, dass er sie nicht zu Gesicht bekommt. Sonst, was war los dieses Jahr? Nichts mehr. Ach doch, wir hatten ja eine Bundestagswahl. Ja, das war auch, hat den Betriebsauflauf nicht wirklich gestört. Sie lief ab in den immer selben schmerzhaften Phasen wie jede Wahl. Der Wahlkampf, Phase 1, tausende von Wahlplakaten und überall drauf das Gesicht eines Politikers, immer mit diesem Blick, der einem sagt, ich weiß nicht, was ich mache, aber wenn Sie mich nicht wählen, was soll ich dann machen? Dann der Wahlabend. Dann Phase 2, der Wahlabend mit schmerzhaften Analysen der Verlierer. Auch die SPD hat ja von einem Achtungserfolg für Peer Steinbrück gesprochen. Das ist dann schon ein bisschen so, als ob du mit dem Auto voll gegen eine Wand fährst, aussteigst und stolz rufst, meine Rücklichter gehen noch. Peer Steinbrück. Herr Steinbrück hat ja gesagt, er möchte keine wichtige Funktion mehr übernehmen, aber weiter an Deck bleiben. Damit hat die SPD ihre endgültige Halteposition erreicht als Kreuzfahrtschiff der Arbeiterwohlfahrt. Aber es ist nicht so, dass diese Bundestagswahl keine Erkenntnisse gebracht hat. Selbstverständlich. Die wichtigste Erkenntnis natürlich, die Opposition hat es wieder mal nicht verstanden. Das scheint irgendwie unerklärlich zu sein. Denn am Wahlabend und seitdem der häufigste Satz, den ich gehört habe, es geht jetzt um Inhalte. Wir müssen uns jetzt, es geht jetzt um Inhalte. Und wenn die Wahl von Angela Merkel eins bewiesen hat, dann, dass der deutsche Wähler und Inhalte sich nicht abends zusammen auf die Couch setzen. Zweite wichtige Erkenntnis, in diesem Land wählt der deutsche Souverän grüne Politiker nur, wenn sie wie Winfried Kretschmann so schwarz sind, dass sie selbst im Kohlenkeller noch Schatten werfen. Das Personalkarussell bei den Grünen, das hat sich in Gang gesetzt. Jürgen Trittin ist runtergeplumpst. Kriegen wir für den Trittin eigentlich Pfand zurück? Auch erwischt hat es Renate Künast vom Ambulanzdienst für stehengebliebene Sorgenfalten. Und auch Claudia Roth werden wir in Zukunft nicht mehr so oft sehen. Das ist bitter. Ne? Claudia Roth, ich werde sie vermissen. Sie hat mir Antworten gegeben.
nicht auf Fragen, die mich interessiert hätten. Aber ich stand zum Beispiel jahrelang vor den Schaufenstern mancher Boutiquen und habe mich gefragt, wer um Himmels Willen kauft es? Gar nicht schlecht.